Seit Jahren höre ich von Philipp Weiss. Dann klingelte das Telefon vor 2 Jahren und Philipp bat mich, in seinem Quintett mitzuspielen, was mich sehr, sehr gefreut hat. Inzwischen haben wir uns besser kennengelernt und haben gemeinsam die Idee geboren, im Duo zu spielen, was mich noch mehr freut. We were foolish. One day we fell in love. What we were dreaming of, smiling in the sunlight, laughing in the rain. I wish that we were young and foolish again. Wie das Schicksal so spielt, irgendwann war mir das Glück hold und Walter ist mir begegnet. Nicht gleich im Duo, ich habe ihn gefragt, ob er in meinem Quintett mitspielen möchte und da haben wir relativ rasch gemerkt, wie gut wir zusammen funktionieren, wie intuitiv wir miteinander spielen können, was die Grundvoraussetzung für ein Duo ist. Wenn man sich dazu viel absprechen muss, geht eigentlich der Zauber verloren. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass wir beide dieses Album jetzt aufnehmen konnten. Ich habe im Laufe der Jahre mit vielen Sängerinnen, auch mit guten Sängerinnen gearbeitet, aber noch nie mit einem guten Sänger. Und jetzt habe ich zum ersten Mal die Chance, mit Philipp zu arbeiten. Und im Duo ist es für mich persönlich die schönste Erfahrung, weil es einfach der direkteste Weg der Kommunikation ist. Stimmt. Genau, über A. Und warte mal, dann bei C bin ich wieder drin. Ganz genau. B, C, genau, richtig, ja. Du machst. Und am Schluss wieder dieses Outro. Verbaut. Philipp Weiss und ich haben uns über ein Jahr lang regelmäßig getroffen und haben verschiedene Stücke ausprobiert und haben dann im Lauf dieses Prozesses entschieden, ob das eine oder das andere Stück sich eignet für unser Duo-Programm. Ich werde eigentlich ziemlich häufig gefragt, ob Standards noch zeitgemäß sind. Ich bin ja auch noch nicht so alt, dass man sagen könnte, ich bin mit dem Repertoire tatsächlich aufgewachsen. Ich persönlich finde Standards weder zeitgemäß noch unzeitgemäß. Ich liebe ihren melodischen Aufbau, ihre fantastischen Texte und das machen sie für mich eigentlich zur Musik, die ich gerne singe. Das so einfach möchte ich es eigentlich sagen. Ich habe darüber nie nachgedacht, ob es old-fashioned ist. So I chaffed them. And I gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away and I'm without my love. Now laughing friends deride tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes.
Walter hat einfach eine Fähigkeit, wie ich es auch bei Bill Evans gehört habe, sehr orchestral zu spielen und Klänge aufzubauen, die für den Sänger natürlich sehr, sehr hilfreich sind, sehr schön sind, um seine Linien zu entwickeln, sage ich jetzt mal, sich damit zu verbinden. Im Duo zu spielen ist nicht die einfachste Form, die es gibt. Deshalb wird sie auch nicht so oft gemacht. Um das machen zu können, braucht man ganz sicher künstlerische Reife. Ich bin im Laufe der Jahre, die ich jetzt schon singe und Sachen aufnehme, zu dem Punkt gekommen, dass man Songs, wenn sie sehr stark und sehr pur sind, wirklich sehr mit sehr feiner Hand arrangieren sollte, um den Kern, um das Herz des Songs nicht zu verändern. Now this journey is over, but the lesson so wise show me the stargate is there deep in your